Ja, guten Abend und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer bei Zoom und bei YouTube zur heutigen dritten Veranstaltung der Vortragsreihe Erinnern als höchste Form des Vergessens, der Holocaust im Diskurs des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Marc Söll, ich bin Mitglied der Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung, kurz IIA, und Teil des Organisationsteams dieser Vortragsreihe. Stellvertretend für das Organisationsteam möchte ich nur kurz allen Unterstützerinnen und Unterstützern der Reihe danken und den Organisationen nennen, die diese Reihe möglich gemacht haben, bevor ich an meinen IIA-Kollegen Andreas Borsch weitergebe, der die heutige Veranstaltung moderieren wird. Die Vortragsreihe wird ausgerichtet vom Arbeitskreis Erinnerung der Großregion e.V., dem AStA der Universität Oldenburg, der Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung, dem Referat für Antirassismus und Antifaschismus Trier und dem Rosa Salon. In Zusammenarbeit mit dem AStA der Universität Trier, dem Bündnis gegen Antisemitismus Köln, Demokratie und Information, DEIN e.V. und den Veranstaltungen zur Ideologiekritik Münster. Die Veranstaltungsreihe wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz im Rahmen des Programms Gemeinsam für Gleichwertigkeit gefördert und der heutige Vortrag wird insbesondere nochmal von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert. Stellvertretend für das Orga-Team bedanken wir uns ganz ausdrücklich bei allen Förderern und Unterstützerinnen und Unterstützern der Reihe. Fragen zum heutigen Vortrag können im Anschluss an den Vortrag bei YouTube und bei Zoom im Chat gestellt werden. Und für alle, die bei Zoom dabei sind, besteht auch die Möglichkeit, sich zu melden, also die Hand zu heben. Und dann können auch Fragen über das Mikrofon gestellt werden. Ohne jetzt weiter auszuschweifen, gebe ich an meinen Kollegen Andreas Borsch weiter, den heutigen Abend moderieren wird. Ja, vielen Dank, Marc. Guten Abend auch von meiner Seite aus. Bevor ich zur Vorstellung des heutigen Referenten komme, verliere ich noch ein paar Worte zu den vergangenen Beiträgen, da diese in spezifischer Verbindung zu dem heutigen Vortrag stehen. Stefan Lehnstedt hat unter anderem auf unterrepräsentierte Aspekte der Shoah hingewiesen und vor allem auf die Beteiligung vieler verschiedener Akteursgruppen von SS, Gestapo, Polizei, Reichsbahn, aber auch Kollaborateure und Kollaborateurinnen bis hin zur Zivilverwaltung hingewiesen. Damit hat er aufgezeigt, dass das Narrativ, die Shoah, sei eine Tat gewesen, die von wenigen begangen und gewollt wurde. Und dieses Narrativ wirkt zum Teil bis heute noch nach, schon im NS hinfällig war. Rolf Pohl hat dann im zweiten Vortrag die Täterforschung kritisch beleuchtet und unter anderem vor einer Reproduktion der Schuldabwehr in der Erinnerung selbst gewarnt. Zudem plädierte er für eine Überwindung binären Denkens, auch und gerade in der Wissenschaftscommunity, und warb für ein Eingedenken von Gleichzeitigkeiten beziehungsweise für ein Wahrnehmen, etwa archaische Einstellungen und dem Verwenden modernster Technik. In diesem Rahmen verortete er den Antisemitismus als individuelles und gesellschaftlich bestimmtes Denkmuster, das zu einem Massenwahn geführt habe. An viele Punkte, die gerade skizzenhaft nur ja, aufgezählt werden konnten, kann der Vortrag heute anknüpfen. Komme ich nun zum Referenten des heutigen Abends, Felix Berge. Er studierte Geschichtswissenschaft und Philosophie in Bielefeld und Maynooth und arbeitet momentan als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. An seiner Dissertation zu informellen Kommunikationspraktiken in der nationalsozialistischen Mehrheitsgesellschaft im Zweiten Weltkrieg. In seiner Dissertation geht er der Frage nach, wie Menschen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft im Krieg mit den legal verfügbaren, wie illegal kursierenden Nachrichten, den verschiedenen grauen Informationen sowie den ständigen Gerüchten umgingen. Darunter fällt etwa im Kontext des Holocaust die Frage, wie mit dem Wissen umgegangen wurde, etwa als Interpretationsform im Luftkrieg, in dem Menschen an Judenrache durch alliierte Luftschläge glaubten und so den Kriegsalltag im eigenen Erleben interpretierten. Es steht
Damit also nicht mehr unbedingt die Forschungsfrage, was wussten Menschen, im Mittelpunkt, die auch im Kontext des Holocausts als erforscht und überwiegend beantwortet gelten kann, sondern eher der daraus folgende Schritt, nämlich wie die Menschen mit dem Wissen umgegangen sind. Noch eine kleine Anmerkung. Der Holocaust ist ein Teilaspekt der Dissertation und nicht das Hauptinteresse der Arbeit. Aus dem Umfeld der Überlegungen zur Dissertation und mit einem direkten Bezug zu dem Vortragsthema von heute erscheint im kommenden Jahr in der The Cambridge History of the Holocaust-Reihe ein Beitrag gemeinsam mit Professor Dr. Frank Rajor zu Discourses, Knowledge and Disbelief im Bereich and Beyond. So viel einführende Worte meinerseits. Dann übergebe ich das Wort an dich, lieber Felix, und wünsche uns allen einen schönen und produktiven und spannenden Abend. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für die freundliche Einführung und Vorstellung. Vielen Dank auch an die beteiligten Initiativen für die Einladung, eine ja, sehr spannende und ich finde auch wichtige Vortragsreihe. Ich würde jetzt erstmal kurz noch die PowerPoint starten. So. Ich würde heute den Holocaust als ein offenes Geheimnis in der deutschen Bevölkerung beleuchten wollen. Im Vortrag soll es dabei aber um mehr gehen als um bloße Aneinanderreihung von Kenntnissen und Mitwisserschaft. Stattdessen sollen vielmehr die verschiedenen Kommunikationsebenen und Wege sowie die konkreten Informationsformen befragt werden. Der Fokus liegt dabei auf einer deutschen Mehrheitsgesellschaft, die nach 1945 so oft beteuerte, nichts davon gewusst zu haben. Es geht also zunächst um die relativ heterogene Gruppe aller nicht aus rassistischen, ordnungspolitischen und oder heteronormativen Begründungen ausgeschlossenen, verfolgten und oder ermordeten Menschen. Man könnte hier vermutlich von ca. 90% einer potenziell integrierten NS-Gesellschaft sprechen, die auch als sogenannte Konsensbasis der Führerherrschaft bezeichnet worden ist. Welche Formen hatte aber ihr Mitwissen, ihr Mitansehen, schließlich ihr einander informieren? Wie ging das Regime kommunikativ mit dem offenen Geheimnis um, nutzte etwa immer wieder Anspielungen und euphemistische Umschreibungen, wählte aber auch mitunter klare Worte. Eine Analyse der Kommunikationsstrukturen der NS-Diktatur ist dabei eine Voraussetzung, um die offiziellen wie informellen Informationen, die Dichotomien und Interdependenzen und Grauzonen in den Blick zu nehmen, die den Holocaust zu einem offenen Geheimnis machten. Nicht zuletzt jene Grauzonen, die sich zwischen dem Wissen und Ahnen, dem Wissen wollen und nicht wissen wollen und schließlich dem Verdrängen auftaten. Zum Einstieg. Im Februar 1942 plagten den 8 Jahre alten Alexander im kleinen niedersächsischen Dorf Kirchhorst lebend verstörende und heftige Albträume. Seine Mutter informierte daraufhin den Vater, der fernab der Familie als Besatzungsoffizier der Wehrmacht in Paris weilte. Der kleine Alexander hatte geträumt, so geht aus dem Brief hervor, Deutschland sei, Zitat, von Juden besetzt, die auch unser Haus in Kirchhorst verwüsteten und schreckliche Rache an allen ausübten. Kirchhorst und Besatzungsoffizier in Paris, da mögen vielleicht schon einige aufgehorcht haben, der Vater des kleinen Alexander war Ernst Jünger. Hier das Zitat im Briefkontext. Der intellektuelle Wegbereiter von konservativer Revolution und Nationalsozialismus war im östlichen Kaukasus Zeuge von Mordaktionen geworden, sah aber später auch in Frankreich die gesamteuropäische Dimension des Holocaust. Da Rolf Pohl in seinem Vortrag in der vorletzten Woche auf die sozialpsychologische Komponente des Holocaust auch in einer Traumdimension hingewiesen hat, würde ich damit gerne als Überlegungsanstoß einsteigen. Die Albträume des kleinen Alexander gibt Greta Jünger wie folgt wieder. Zitat: Ich wurde von einer Jüdin verfolgt, die mich mit schweren Schlägen schlug, bis ich mich zur Wehr setzte und sie mit einem einzigen Streich zu Boden streckte. Hierauf kamen die anderen Rächer und es entstand ein großes Gemetzel, wobei einige Juden uns vor ihren Genossen in Schutz und in Sicherheit brachten. Das Seltsame, so hätte der 8-Jährige ihr mitgeteilt, war, dass unsere Soldaten oben auf einem Berg standen und ganz ruhig zuschauen.
Es gehört nicht viel dazu, um hier Interpretationsschlüsse zu selbststilisierenden Opfernarrativen und Schuldabwehr zu ziehen. Offensichtlich herzuleiten sind auch Racheprojektionen. Vor allem aber zeigen uns die Albträume des kleinen Alexander, aber auch wie beinahe selbstverständlich sich Kenntnisse vom Holocaust kleiden konnten. Der Achtjährige hatte vermutlich Gespräche seiner Eltern belauscht, Albträume schlichen nun in sein Kinderbett. Doch nicht nur privilegierten Personengruppen wie den Jüngers bot sich so ein Blick auf die Geschehnisse. Auch die ganz normalen Männer, Christopher R. Browning, kommunizierten zuweilen offen mit ihren Familien über das, was sie erlebten. Der Kaufmann Hermann Gieschen aus Bremen etwa war Reservist im Polizeibataillon 105, das im Juni 1941 im Gefolge der Heeresgruppe Nord der Wehrmacht am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt war. Überall kam es im Zuge des Unternehmens Barbarossa unmittelbar zu sogenannten Aktionen gegen russische Zivilisten und Menschen jüdischen Glaubens. Was die Aktionen waren, das wusste auch Gieschen sehr schnell und schrieb seiner Frau Hanna in einem Brief schon am 7. August 1941 ganz freimütig: Hier werden sämtliche Juden erschossen, überall sind solche Aktionen im Gange. Gestern Nacht sind aus dem Ort 150 Juden erschossen, Männer, Frauen und Kinder, alles umgelegt. Die Juden werden gänzlich ausgerottet. Der zuletzt wieder stärker in das öffentliche Interesse gerückte Holocaust of the Bullets hatte begonnen. Anders als bei Jüngers erging von Hermann Gieschen jedoch eine abschließende Warnung dem Sohn hier, er dürfe sie nichts davon erzählen. Auswirkungen auf das Traumleben des Kindes wollte er vielleicht verhindern, auch wenn der Bataillonsfotograf das Treiben seines Kommandos in den Briefen als bedeutsam für folgende Generationen schilderte und sogar mit einem Filmprojektor festhielt. Zitat aus einem anderen Brief im September: Mein Film wird später nochmal ein Dokument sein und für unsere Kinder hochinteressant. Einige Gedanken zum Kontext. In der deutschen Gesellschaft, vor allem in den Kriegsjahren ab 1939, war die informelle Informationsbildung jenseits der offiziellen NS-Medien ein selbstverständliches Verhalten. Derartige Kommunikationspraktiken und Angebote waren in der NS-Diktatur umso bedeutsamer, je stärker das Regime die Kommunikation ab 1933 als eine pluralistische und offene Meinungsbildung beschnitt, missliebige Stimmen als deviant kriminalisierte, Gespräche repressiv überwachte und auf deren Inhalt Einfluss zu nehmen suchte. Ein Beispiel sogenannter Heimtückeverfahren und Rundfunkverbrechen zeigte etwa der Historiker Bernhard Dörner im Kontext des Holocausts, dass derartige Äußerungen im persönlichen Umfeld nicht als Sphäre individueller Souveränität respektiert wurden. Dabei musste das Regime keinen umfassenden Überwachungsapparat aufbauen, sondern profitierte von den Mechanismen einer bereitwillig sich selbst überwachenden Gesellschaft, wie etwa der amerikanische Historiker Robert Gallatelli zur Gestapo herausgearbeitet hat oder die Historikerin Vandana Joshi im Zusammenhang von Gender and Power zeigen konnte. Ein Brief wie der von Gieschen hier wäre eigentlich ein Fall für die Zensur gewesen, die natürlich nicht alle Briefe abfangen konnte. Gieschen selbst nahm sein Informationsverhalten auch gar nicht als Abweichung wahr. Das Erschießen, so schreibt er, muss schließlich sein. Die Nationalsozialisten waren dabei auch bemüht, die Kommunikationstechniken zu reglementieren. Während mit Kriegsbeginn sogar den eigenen Volksgenossen das Abhören aller ausländischen Sender, auch der vermeintlich neutralen, streng untersagt wurde, schlossen die Maßnahmen Jüdinnen und Juden in Deutschland auch auf dieser Ebene aus. Im September 1939 mussten sie ihre Radioapparate abliefern. Im Folgejahr am 29. Juli 1940 wurden auch die Telefonanschlüsse in Deutschland gekündigt. Entrechtung bedeutete auch Ausschluss von Alltagskommunikation. Das Regime selbst versuchte die Informationen im Kontext des Holocaust gegenüber der jüdischen Bevölkerung jedoch kommunikativ zu vertuschen oder aber in zynische Sprachregelungen zu kleiden. Die späteren Deportationen etwa wurden auch und gerade gegenüber den Opfern euphemistisch als Evakuierung oder Umsiedlung bezeichnet. Den Regeln des Regimes zu folgen war jedoch nicht die einzige Sprachmöglichkeit der Jahre 1933 bis 1945. Es war eine von vielen Formen und Sprachversionen. Dabei spiegelten abweichende Äußerungen nicht zwangsläufig eine oppositionelle Haltung wider. Wer sich entsprechend äußerte, lehnte oft nicht einmal die Maßnahmen des Regimes ab. Vielmehr entsprang das Hören und Sprechen der Mehrheitsgesellschaft
und auch die Gerüchtemacherei menschlicher Neugierde oder einem unbefriedigten Informationsbedürfnis einerseits. Gerade die Massenmorde im Osten galten andererseits aber auch durchaus und ganz schlicht als sensationell oder wichtig genug, um im vertrauten privaten Rahmen bei nächster Gelegenheit weitererzählt zu werden. Doch es blieb nicht bei reinen Sachinformationen. Je nach Kriegsphase etwa schwanken die Verarbeitungen der Informationen zwischen antisemitischen Spottwitzen, die mit sarkastischen unzureichend beschrieben werden können, und Schuldprojektionen einer Judenrache. Begleitet wurden all diese Formen mit durchaus öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regimes selbst, welches auch versuchte, diese Alltagspraktiken der Kommunikation selber mit Gerüchten oder der Mundpropaganda zu nutzen. Längst nicht alles war dabei geheim. Neben der unmessbaren, offenen Alltagsflut antisemitischer Hetzpropaganda finden sich schon zu Beginn der systematischen Mordaktion 1941 in den Massenmedien des Regimes teils eindeutige Formulierungen. Die, Zitat, Vernichtung der jüdischen Rasse wurde ganz offen thematisiert, wie hier in einem Aufsatz vom Propagandaminister Joseph Goebbels in der Tageszeitung Das Reich am 16. November 1941. Die Links zu sehen, an welcher Stelle und wie prominent der Leitartikel in einem der wichtigsten Medien des Regimes platziert wird. Unumwoben lautete hier schon die Konklusion des ersten Abschnitts, dass ein neuer Krieg, Zitat, nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein werde, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Goebbels verwies hier auf eine Prophezeiung, die Hitler am 30. Januar 1939, dem Jahrestag der sogenannten Machtergreifung, gemacht hatte. In einer persönlichen Notiz hatte Goebbels schon 1939 dazu angemerkt, das ist keine Phrase gewesen. Er sollte durchaus Recht behalten. Was hier für jeden und jede zu lesen war, waren keine Andeutungen, sondern überaus unverhohlene Drohungen und letztlich eine klare Kommunikation der Ziele. Dennoch war der Holocaust nie ein Gegenstand breiter öffentlicher Erörterung. Das Regime versuchte Ausmaß und Tragweite der Verbrechen zu verschleiern und möglichst keine Rückschlüsse zuzulassen. Der Holocaust war geheime Reichssache. Die konkreten Maßnahmen hier im Kontext des Goebbels-Artikels, die 1941 begonnenen systematischen Erschießungen, verschleierte das Regime. In diesem Artikel und auch sonst finden sich keine expliziten Erwähnungen von einzelnen Erschießungen oder gar Gaskammern. Maßnahmen wurden offiziell verschwiegen. Die Ziele dagegen wurden nicht tabuisiert, ganz im Gegenteil, wie dieser Artikel zeigt. Das Regime machte der Bevölkerung klar, worum es gehen würde. Diese gewisse Ambivalenz ist eine wesentliche Komponente, um den Holocaust als ein offenes, also ein zugängliches Geheimnis verstehen zu können. Auch darin liegt schließlich eine Wurzel der demonstrativen Verdrängung des Mitwissens nach 1945. Um die Entwicklungsformen der Informationen und weiteren Ereignisse miteinander zu verknüpfen, würde ich nun nach diesen exemplarischen Quellenschlaglichtern und den Kontextinformationen chronologisch vorgehen. Der Zeitpunkt, zu dem Joseph Goebbels hier eine der offensichtlichsten Medienthematisierungen des Holocaust überhaupt aufbrachte, war kein Zufall. Am 1. September 1941 befahl eine Polizeiverordnung die Einführung des sogenannten Judensterns im Deutschen Reich. Im Spätsommer und Herbst hatten im Zuge des Überfalls auf die Sowjetunion die systematischen Erschießungen jüdischer Menschen auf dem östlichen Kriegsschauplatz begonnen. Die Mordaktionen hatten gesamteuropäische Dimensionen. Am 30. September 1941 etwa erschossen Einsatzgruppen der SS deutsche Polizeiangehörige sowie Wehrmachtsmitglieder unter Mithilfe ukrainischer Hilfspolizisten über 33.000 jüdische Menschen in der Schlucht von Babinja bei Kiew. Im polnischen Auschwitz begannen zu dieser Zeit erste Versuche mit Vergasungen und Zyklon B zunächst an russischen Kriegsgefangenen. Die Deportationen aus dem Deutschen Reich liefen an. Zwischen dem 15. Oktober und 9. November 1941 transportierten die ersten 25 Sonderzüge der Reichsbahn über 20.000 Jüdinnen und Juden aus Österreich, dem Altreich, dem Protektorat Böhmen und Mähren in das Ghetto von Łódź, eines von vielen, das im Osten entstand. Am 30. November, ein weiteres letztes Beispiel, erschossen SS-Männer unter Mithilfe lettischer Polizisten ca. 15.000 Menschen im Wald von Rumbula bei Riga. 1.000 von ihnen waren Deportierte aus Berlin, die erst am Morgen des Tages in Riga angekommen waren.
In einem zweiten Teil des Massakers von Rumbula am 8. Dezember 1941, es jährt sich also morgen, ermordeten die Täter weitere 12.000 jüdische Menschen aus Lettland, dessen Gemeinde zu 90% im Holocaust umkam. Hier war eine präzedenzlose Vernichtung ohne Nutzen im Gange. Dennoch waren nicht alle Briefe so eindeutig wie der des eingangs zitierten Kaufmanns Hermann Dieschen aus Bremen und erkannten 1941 sofort die einsetzende Systematik. Viele deutsche Soldaten, aber auch die lokalen Bevölkerungen in Polen, der Ukraine oder Belarus sowie dem Baltikum begriffen die Mordaktionen zunächst häufig als Einzelfälle oder episodische Vorkommnisse in einem gewaltenthemmten und ideologisch geführten Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Und nicht alle Beteiligten kommunizierten auch offen darüber. Gerade in Feldpostbriefen finden sich Andeutungen, Zitat etwa, darüber später mündlich berichten zu wollen. Auch dies gehört dazu, wenn wir den Holocaust als offenes Geheimnis besprechen wollen. Viele der anfangs dezentralen Mordaktionen konnten auf lokale Dynamiken oder Eigeninitiativen von Tätergruppen zurückgehen. Erst in der historisch informierten Rückschau verstehen wir einen Prozess, der vielen im Sommer 1941 zunächst nicht in Gänze klar war. Nicht mal für die ca. 200.000 unmittelbar beteiligten deutschen Täter war die mörderische Gesamtdimension zunächst vorstellbar. Auch nach den beginnenden Deportationen im Herbst 1941 stand die letzte Konsequenz des Holocaust schließlich noch nicht fest. Zudem war das Regime bestrebt, die Fiktion eines Arbeitseinsatzes im Osten auch für die Opfer und die internationale Öffentlichkeit zunächst aufrechtzuerhalten. Feldpostbriefe und Urlaubererzählungen eröffneten der Heimatfront allerdings schon unmittelbar nach den einsetzenden zunächst teils noch chaotischen Mordaktionen sowie dem Beginn der systematischen Massenerschießungen 1941 die ersten Informationen. Und auch die folgenden straff organisierten Vernichtungsmaßnahmen im Lagersystem, vor allem ab 1942, wurden teils lebhaft im Alltag der Menschen in privaten Gesprächen besprochen. Als der Holocaust als Mordplan im Jahr 1941 Gestalt annahm, waren die Vorzeichen zudem schon lange eindeutig. Bereits seit 1933 wurden jüdische Menschen in Deutschland systematisch entrechtet und ausgegrenzt. Schon vor der Pogromnacht vom 9. November hatte es immer wieder lokale Boykottaktionen und antisemitische Ausschreitungen in Deutschland gegeben. Diese offen praktizierten tödlichen Gewaltaktionen und Raubmaßnahmen, aber auch die staatlichen und sozialen Ausgrenzungsmechanismen sowie der forcierte Drang zur Auswanderung unterlagen keinerlei Geheimhaltung. Alle konnten es sehen. Im Zuge des Polenfeldzugs ab September 1939 kam es schließlich zu ersten Gewaltaktionen durch deutsche Einheiten im Osten. All dies gehörte durchaus zum Wissenshorizont des Jahres 1941, Anfang 1942, deutete dabei auf eine grundlegende und systematische Eskalation antisemitischer Gewalt hin. In der zweiten Jahreshälfte 1941 fiel schließlich in den Regimereihen eine Entscheidung zum organisierten gesamteuropäischen Judenmord, die im Januar 1942 während der Wannsee-Konferenz auch organisatorisch festgezurrt wurde. Ab Anfang 1942 verdichteten sich so für viele die Hinweise auf eine zentrale Lenkung und Planung. Es sollte ein entscheidendes Jahr werden. Zu Beginn lebten die meisten europäischen Jüdinnen und Juden noch. Am Ende des Jahres 1942 war ein großer Teil ermordet worden. Schon mit Beginn der systematischen Ermordungen sickerten die Informationen auf verschiedensten Wegen in das Altreich zurück. Soldaten erzählten zu ihrem Fronturlaub an Weihnachten 1941, was hinter den Linien geschah. Fotolaboranten erhielten erste Abzüge der Bilder von Erschießungen, die ein beliebtes Bildmotiv deutscher Exekutionstouristen in Reihen von Wehrmacht und Zivilverwaltung waren. An Küchentischen, Kneipentresen und in Kantinen erzählte man die Dinge im Osten gerne weiter. In Feldpostbriefen und Erzählungen im Heimaturlaub wurden Massenerschießungen nicht tabuisiert. Erstaunlich genaue Informationen über das, was im Gange war, bekannten etwa Stimmen in Minden, Ostwestfalen. Hier festgehalten von einem Stimmungsbericht des Sicherheitsdienstes am 12. Dezember 1941. Die Juden würden, Zitat, nach Russland abgeschoben. In Russland würden die Juden zur Arbeit in ehemals sowjetischen Fabriken herangezogen, während die älteren und kranken Juden erschossen werden sollten. Der SD hielt in dieser Berichtsform durch lokale Behörden und Polizeien steuerungsrelevante Tendenzen in der Bevölkerung fest. Keinesfalls sind es aber Quellen einer repräsentativen Forschung gewesen. Dennoch eröffnen sie, wie Peter Longerich in seinem Buch »Davon haben wir nichts gewusst«, die Deutschen und die Judenverfolgung zu Recht betont hat,
wichtige Erkenntnisse. Die Judenaktion, das war hier die erste Deportation von 1000 westfälischen Jüdinnen und Juden von Bielefeld nach Riga am 13. Dezember 1941. Das gleiche Ereignis wurde auch in Münster besprochen. Zitat, die Juden kämen alle nach dem Osten in große Arbeitslager, einmal damit sie dort arbeiten könnten und dann auch damit sie die dringend benötigten Wohnräume in Münster freimachten. Richtig, richtig, lautet wiederholt die Zustimmung der Umstehenden. So die Chronik. Sie wurde geführt von Dr. Franz Wiemers, einem überzeugten Nationalsozialisten und engagierten Stadtarchivar, der das Erleben der Stadt im Krieg festhalten wollte. Exemplarisch zeigt sich hier die Bejahung der Deportationen, aber auch, dass Ende 1941 genauso noch an einen Arbeitseinsatz geglaubt werden konnte. Die Deportationen selbst hielt es Regime zwar durchaus in ihrer Organisation geheim, tarnte sie zudem sprachlich als Evakuierung oder Umsiedlung, jedoch spielten sie sich öffentlich ab. Die Aufnahmen, die zeigen, wie Schaulustige beobachteten, was geschah. Links eine Deportation im März 1942 von Kitzingen in Franken in das Ghetto Izbica in Polen, deutlich zu sehen, wie junge Männer mit Fahrrädern etwa bereits an der Sammelstelle, dem Fränkischen Hof in Kitzingen, zu warten scheinen. Rechts eine Deportation aus Eisenach am 9. Mai 1942 in das Ghetto Belzice in Polen. Auch hier im Hintergrund etliche Schaulustige, auch Kinder. Oben rechts am Fenster vielleicht sogar ein Arzt im weißen Kittel. Am 28. Oktober 1941 berichtete auch der Schweizer Konsul in Köln, Franz Rudolf von Weiß, seinem vorgesetzten Gesandten Hans Fröhlicher in Berlin über Zitat die Verschickung der Juden nach dem Osten vom Bahnhof Köln-Deutz. Auch er hatte die Evakuierungen beobachtet. Vor Abfahrt hätte es 37 Selbstmorde unter der jüdischen Bevölkerung der Stadt gegeben. Auch das ein Hinweis auf Wissen und schreckliche Vorahnung der Opfer. Am Gleis des Deutzer Bahnhofs spielten sich von Weiß zufolge, Zitat, die traurigsten Szenen ab. Mitglieder von SS und SA, welche den Transport überwachten, begleiteten von Weiß zufolge die Evakuierung auf ihre ganz eigene Weise und sangen, Zitat, Lieder mit Anspielung darauf, dass die Juden über das Rote Meer getrieben würden. Solche Spottverse wie hier, welche Mitglieder von SS und SA, aber auch die HJ regelmäßig vortrugen, waren verständliche Anspielungen. Humor wie hier hatte im Nationalsozialismus verschiedene auch informelle Funktionen. Für die Kommunikationsstruktur des Regimes wirkte er primär als identitätspolitische Herrschaft, wie die Historikerin Martina Kessel zu Gewalt und Gelächter als Deutschsein betont hat. Humor zog Grenzen, manifestierte die Visionen von Volksgemeinschaft und bestärkte als zirkulierender Code in letzter Konsequenz auch den Massenmord. Nicht nur derartige Berichte einer internationalen Teilöffentlichkeit wie der Schweizer Gesandtschaft haben sich von den Deportationen überliefert. Auch die darauf folgenden Versteigerungen, ein legalisierter Raub durch das Deutsche Reich, sind dokumentiert. Hier zwei Bilder aus dem hessischen Hanau im Jahre 1942. Kinder haben zur Linken fröhlich lachend einen Mauervorsprung erklettert, um besser sehen zu können. Dicht gedrängt stehen die Menschen. Ein älterer Parteiaktivist auf dem rechten Bild organisiert offenbar die Versteigerung, zu erkennen an seinem NSDAP-Abzeichen auf der Brust. Sehr zur Unterhaltung der Anwesenden, wie etwa der vergnügten Frau im Vordergrund und den lachenden Gesichtern im Hintergrund. Wahre Happenings der Volksgemeinschaft. Die Menschen wussten, dass die, deren Hausrat sie hier billig ersteigerten, nicht zurückkommen würden. Die Ankündigungen dieser Versteigerungen wiederum tarnte das Regime bewusst mit euphemistischen Umschreibungen. Hier zwei Ankündigungen in Lokalzeitungen, die von Versteigerungen, Zitat, infolge Abwanderung aus nicht-arischem Besitz vor den Deportationen links und dann 1943 von, Zitat, Auswanderungsumzugsgut sprachen. Auch das konnte jeder sehen und verstehen. Mit dem Jahr 1942 verstärkten sich die Hinweise auf den Holocaust auf verschiedensten Kommunikationskanälen, wie auch der Judenmord selbst in diesem Jahr seinen Höhepunkt erreichte. Während Menschen aus ganz Europa in den Osten transportiert wurden, begann von dort ein immer breiterer Strom
von Informationen in das Altreich zu fließen. Anfang 1942 meldete der Gau Franken etwa der Reichspropagandaleitung in Berlin eine, Zitat, erhöhte Gerüchtemacherei. Fronturlauber würden die Hauptschuld daran tragen, da sie, Zitat, von der Massenbeseitigung von Juden in den Kampfgebieten des Ostens berichten. Ein anderer Bericht der SD-Hauptaußenstelle Erfurt im April 1942 wiederum verwies auf Ähnliches. Zitat, so werde in der Bevölkerung kolportiert, dass die Sicherheitspolizei die Aufgabe gestellt sei, das Judentum in den besetzten Gebieten auszurotten. Auch christlich konnotierte Prophezeiungen begannen im Frühjahr 1942 die Informationen zu verarbeiten. So kursierten etwa biblische Prophezeiungen, welche eine Zeit der Naturkatastrophen, blutiger Kriege und Verfolgung der Juden, so hieß es dort, voraussagten. Auch in ganz profane Verwaltungsakte konnte sich das Wissen kleiden. Ratsherren im württembergischen Ludwigsburg hatten im Februar 1942 etwa angeregt, Zitat, die jüdischen Friedhöfe in Ludwigsburg kurzerhand abzuräumen und irgendeiner anderen nützlichen Verwendung im Interesse der Allgemeinheit zuzuführen. Die meisten württembergischen Juden seien ja ohnehin evakuiert worden. Lokales Amtspersonal wusste, dass die jüdischen Menschen nicht zurückkommen und irgendeinen Anspruch auf die Friedhöfe anmelden würde. Auch Tagebücher verdeutlichen diese Eindrücke eines sich verbreitenden offenen Geheimnisses im Laufe des Jahres 1942, beispielsweise zu den Deportationen. In Hamburg stellte im Juli der Handwerksmeister Hermann Frielingsdorf fest, Zitat, in den letzten Wochen sind die letzten Juden in Hamburg abtransportiert worden, wohin weiß man nicht, aber schaurige Geschichten kursieren darüber im Volke. Sie sollen in Massen an offenen Gräbern oder auf freiem Feld mit Frauen und Kindern durch Massenerschießungen getötet sein. Überaus korrekt, was er hier beobachtet oder er gehört hat. Zur gleichen Zeit war der Maschinenbautechniker Karl Birkelfelden aus Celle sogar schon genauer informiert. Die offene Kommunikation der Ziele des Regimes in einer Radiosendung, einer deutschen Radiosendung, brachte er seinem Tagebuch zufolge schnell mit den überall kursierenden Soldatenerzählungen in Zusammenhang. Er wusste hier etwa von Massenerschießungen im Herbst 1941 zu berichten, in denen die Ermordeten ihr eigenes Grab schaufeln mussten. Zu sehen sind hier also die zwei wesentlichen Ebenen des offenen Geheimnisses. Offene Benennung der Ziele durch das Regime einerseits, Wissen um die konkreten Aktionen durch informelle Kommunikation in der Bevölkerung selbst andererseits. Auch die Schuldzuweisung für Luftangriffe verbreitete oder verarbeitete Dürkelfelden hier, worauf ich im Folgenden etwas weiter eingehen will. Wie beinahe selbstverständlich verbreitet die Kenntnisse über den Holocaust waren und sogar als ein kommunikatives Erklärungsmuster im Kriegsverlauf dienen konnten, belegen auch die nach der Kriegswende Anfang 1943 dann zunehmenden Belege von Schuldbewusstsein in der deutschen Gesellschaft. Stalingrad 1942-43 als große, wenn auch nicht kriegsentscheidende Niederlage oder auch die Operation Gomorra der alliierten Luftstreitkräfte, die Hamburg im Sommer 1943 verwüstete, waren hier Kommunikationsfaktoren. Dürkelfelden spricht dies in seinem Tagebuch an. Die Melange aus schlechtem Gewissen, Vergeltungsängsten und Schuldprojektionen, Frank Bajor, führte so immer wieder zu Wahnvorstellungen und Gerüchten einer vermeintlichen Judenrache. Auch das war wiederum ein Teilprodukt nationalsozialistischer Propaganda. In dem Phantasma einer jüdischen Rache an der Volksgemeinschaft, eingangs auch am Albtraum des achtjährigen Alexander aufgezeigt, verbanden sich die Erfahrungen der Luftangriffe als alltags- und innenpolitisch dominantes Thema mit der Deportation der jüdischen Bevölkerungsteile in der Nachbarschaft. Ein Bericht des Würzburger Sicherheitsdienstes thematisierte im August 1943, Zitat, in Ochsenfurt wird das Gerücht verbreitet, dass Würzburg nicht durch feindliche Flieger angegriffen würde, da in Würzburg keine Synagoge gebrannt haben. Jedoch habe der letzte Jude, so heißt es, vor kurzer Zeit Würzburg verlassen und dieser habe vor seinem Abtransport erklärt, dass nun auch Würzburg Luftangriffe bekommen werde.
Der konkrete Inhalt war zwar schlicht absurd, eine solche Judenrache existierte nicht. Dennoch verbanden sich in dieser Alltagskommunikation konkrete Ängste vor den Luftangriffen mit Bestrafungsvorstellungen und antisemitischen Stereotypen angesichts der eigenen Schulderfahrung. Hier zeigt sich in verdichteter Form, wie die Verbreitung, Rezeption und Transformation von Informationen auf kollektive Mentalitäten, Wissensbestände und mehrdimensionale soziale Zusammenhänge verweisen kann. Bombenangriffe wurden jedoch nicht allein als jüdische Rache, sondern auch als göttliche Strafe für die Judenverfolgung interpretiert. Der Gläubige Ferdinand Bayer aus Münster bemerkte in seinem Tagebuch etwa zu diesem Zeitpunkt: Denke ich nun an die Zerstörung der Kirchen als Folge der Zerstörung der Synagogen, so wird mir doch Angst. Bayer lebte in unmittelbarer Nachbarschaft zur Lamberti-Kirche in Münster und rechnete offenbar mit einem Strafgericht, das auch von Vertretern der Kirche durchaus thematisiert wurde und in konfessionell gebundenen Kreisen als Interpretation des Krieges diente. Bis zum Frühjahr 1944 war schließlich ein Großteil der europäischen Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland und seine Handlanger ermordet worden. Dass auch die Evakuierungen, die anfangs auch noch als Mittel zum Arbeitseinsatz wahrgenommen werden konnten, in Wahrheit die Fahrt in den sicheren Tod bedeuteten, war für viele ab einem bestimmten Zeitpunkt Gewissheit. So beschrieb die Hamburger Hausfrau und anfangs begeisterte Nationalsozialistin Luise Solmitz die nahende Deportation einer Nachbarin in ihrem Tagebuch im Januar 1944. Offenbar hatte sie etwas geahnt, so spricht Luise Solmitz hier von Andeutungen. Solmitz eigener Ehemann war ein jüdisch Verfolgter, auch deshalb wandelte sich ihre Haltung zum Nationalsozialismus über die Jahre. Doch noch im Augenblick des feststehenden Weges der Nachbarin in den Tod legte Luise Solmitz überaus bürgerliche deutsche Tugenden an, um das Verhalten der Nachbarin zu beschreiben. Zitat: Hut ab, wie die in sich gefestigte Frau den Schlag ertrug. Das ist Haltung bei Vernichtung ihres bürgerlichen Daseins, Trennung von allem und allem in wenigen Stunden. Die Konsequenzen der Deportation waren allen klar. Zitat: Es war, als sei ein Toter im Haus. Alles Irdische fällt von so einem armen Menschen ab. Im weiteren Kriegsverlauf wurde für viele nicht nur das Ausmaß des Judenmords im Osten mehr und mehr Gewissheit, auch wurde es jetzt verstärkt mit der drohenden Kriegsniederlage verknüpft. Ein beispielhafter Brief, der diese schuldbeladenen Erkenntnisse verarbeitete, wurde im September 1944 durch die Feldpostprüfstelle der Heeresgruppe Nord abgefangen. Zitat des Gefreiten: Mami, ich möchte dir etwas schreiben, aber nicht lachen. Du weißt doch, die ganze Sache steht jetzt auf der Messerspitze. Es geht jetzt doch um die Entscheidung und ich habe das Gefühl, als wenn das Messer abbricht. Der Krieg geht seinem Ende entgegen, aber ich glaube nicht für uns. Du weißt doch, der Jude wird seine Blutrache nehmen, hauptsächlich an den Parteileuten, so schreibt er. Und gesteht dann: Ich war ja leider auch einer, der die Parteiuniform getragen hat. Er hätte es ja schon bereut. Und so bittet er seine Mutter: Bringe die Uniform beiseite, ganz gleich wohin und wenn du die ganzen Sachen verbrennst, und schließt: Ich kann schon des Nachts nicht mehr richtig schlafen darum. Der offenbar von Schuldgefühlen schlafberaubte Gefreite teilte seiner Mutter nicht nur seine Ängste mit, sondern erwartete eine Blutrache, wenn das Messer abbricht, der Krieg also verloren geht. Das Regime machte sich diese Ängste in der letzten Kriegsphase zunehmend zunutze und erinnerte die Volksgenossen auf sublime, aber auch ganz offene Weise an ihr Mitmachen bei der Judenverfolgung. So zum Beispiel erneut Josef Goebbels im Januar 1945 in das Reich. Hier sprach er, Zitat, die Ausmerzung aus dem deutschen Volkskörper offen an. Der Leitartikel nahm in dieser Endphase des Krieges kein Blatt mehr vor den Mund, erinnerte die Bevölkerung an die eigene Rolle in dieser Ausmerzung und versuchte so zum Endkampf zu mobilisieren. Dies konnte Goebbels nur deshalb tun, weil so viele ganz offiziell von den offen kommunizierten Zielen der Ausmerzung wussten, informell aber auch über die Maßnahmen und die erfolgten
Aktionen des Judenmords informiert waren. Die Brücken waren abgebrochen. Mit dem Wissen über die Taten sowie Logik des Artikels sollte es für die Volksgemeinschaft kein Zurück mehr geben können. Gleichzeitig aber reagierte das Regime auf informelle Kommunikationspraktiken über den Holocaust, gerade in der Zusammenbruchsphase ab 1944, mit einem verschärfteren Einschreiten der Justiz. Überlieferte Urteile zeigen vor allem, dass die Sondergerichte die Informationen über den Holocaust als, Zitat, Lüge, Hetze oder Zersetzung markierten und somit versuchten, die informellen Kommunikationskanäle der Mehrheitsgesellschaft zu unterdrücken. Dennoch waren die Informationen zu diesem Zeitpunkt bereits in allen Teilen des Altreichs verbreitet. Zweifellos gab es in diesem Wissen Abstufungen und Einschränkungen. Deutsche NS-Funktionäre waren natürlich früher und detaillierter informiert als andere. Dennoch waren es auch einfache Deutsche, die etwa als Reichsbahnmitarbeiter seit Mitte 1942 das offene Geheimnis sehr gut kannten. Zwar wussten die wenigsten alles, so haben Frank Bayor und Andrea Löw betont, doch aus den sich wiederholenden Gerüchten, informellen Informationen und direkten wie indirekten Andeutungen des Regimes sowie nicht zuletzt den selbstgemachten Erfahrungen konnten die meisten auf ein Gesamtbild schließen. Was dieses Gesamtbild war, mag dabei durchaus nicht immer deckungsgleich gewesen sein. Der Judenmord war letztlich in unterschiedlichen Detailkenntnissen bekannt. Dass es diesen Judenmord gab, war jedoch ein offenes Geheimnis. Statistische Aussagen über die Verbreitung dieser Kenntnisse sind dabei jedoch schwer zu treffen, auch wenn sich die Forschung daran versucht hat. Einschränkend kommt auch hinzu, dass Neugier und schließlich auch eine gewisse Selbstüberwindung nötig war, um die vorhandenen Informationen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, wie Peter Longerich jüngst nochmal in Antisemitismus eine deutsche Geschichte betont hat. Nicht alle waren so ehrlich zu sich, entschieden sich mitunter zu einem bewussten Verdrängen des eigenen Wissens. Auch deshalb konnte nach 1945 die Abwehr dieses Wissens so sehr gedeihen. Nachdem ich nun vor allem die deutsche Dimension, das Hauptthema dieses Vortrags, diskutiert habe, würde ich zum Abschluss gerne noch auf die internationalen Kontexte des offenen Geheimnisses zu sprechen kommen, sowie abschließend die noch im Krieg gebildeten Anlagen der demonstrativen Abwehr von Mitwissen und somit Verantwortung in der deutschen Bevölkerung ansprechen. Schließlich sind es genau diese Stimmen gewesen, die im Sinne einer kollektiven Unschuld Samuel Salzborn die Offensichtlichkeit eines offenen Geheimnisses bis heute beschreiben. Für das zeitgenössische Wissen um den Holocaust spielten Berichte von Augen- und Ohrenzeugen der Morde im Osten eine zentrale Rolle. Im räumlichen Umfeld der zahlreichen Tatorte des Holocaust im besetzten Polen, in den baltischen Staaten, in Belarus oder der Ukraine war es deshalb nahezu unmöglich, vom Holocaust gar nichts zu wissen, hatten sich doch die Morde anfangs vielerorts in aller Öffentlichkeit abgespielt. Viele hatten sogar mitgemacht, erinnert sei etwa an die lettischen oder ukrainischen Hilfspolizisten oder bildeten etwa als sogenannte Travniki-Männer, die auch Stefan Lehnstedt in seinem Vortrag angesprochen hat, das von Thomas Sandkühler so bezeichnete Fußvolk der Endlösung. Aber auch Rotarmisten fanden in Uniformtaschen deutscher Soldaten schon früh Fotos von Erschießungen und Hinrichtungen. Die Briten hörten deutsche Kriegsgefangene massenhaft ab. Mit geografischer Distanz zu den Tatorten nahmen die Kenntnisse über den Massenmord allerdings ab. Sie waren aber in Mittel- und Westeuropa immer noch relativ hoch, vor allem verglichen mit den USA oder Palästina, wo nach Umfragen nach dem Krieg zum Beispiel 31% in den USA bzw. 60% Palästina der dorthin emigrierten Jüdinnen und Juden angaben, vom Holocaust erst nach 1945 erfahren zu haben, obwohl die amerikanische Presse über die Massenmorde berichtet hatte und die jüdische Bevölkerung Palästinas angesichts des zwischenzeitigen Vormarsches der Wehrmacht in Nordafrika zu den potenziell Betroffenen gezählt hätte. Welche Inhalte waren für die Berichte und Meldungen über den Holocaust jenseits Deutschlands also charakteristisch? Ein Beispiel ist der bereits diskutierte Augenzeugenbericht des Schweizer Konsuls von Weiß. Und auch die Neue Zürcher Zeitung berichtete schon früh über Verfolgungsmaßnahmen. Doch auch in Amerika berichteten Medien. Vor dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 thematisierte sogar schon am 26. Oktober 1941
die New York Times offenbar weitreichend informiert unter der Schlagzeile Slaying of Jews in Galicia depicted, die Mordaktion. Die Taten, die Täter, deutsche Soldaten und ukrainische Hilfswillige und auch die Opfer werden hier deutlich und durchaus korrekt benannt. Seit Ende 1941 berichteten auch die deutschsprachigen Programme des britischen BBC über den Judenmord und spielten die Informationen über den Rundfunk zurück in die deutsche Gesellschaft. Dazu sprach auch Thomas Mann regelmäßig aus dem kalifornischen Exil über den Londoner Sender zu den Deutschen, so etwa im November 1941. Zitat: Das Unaussprechliche, dass in Russland das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen. Zwar war die Judenverfolgung in Manns Reden nicht das Zentralthema, dennoch artikulierte er sie wiederholt. Sein Wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen, appellierte an das Gewissen der Mehrheitsgesellschaft, thematisierte aber auch die Verdrängungsmechanismen vergeblich. Auch der Maschinenbautechniker Karl Dürkelfelden aus Celle wusste Anfang Februar 1942 seinem Tagebuch von einer solchen Ansprache Thomas Manns im Londoner Sender zu berichten. In Deutschland seien, Zitat, Juden durch Ausprobieren eines Kampfgases umgebracht worden, teilte er dem Tagebuch mit. An so etwas müsse man glauben. Wie er hörten Millionen die verbotenen Feindsender oft nur aus Neugierde oder um Informationen abzugleichen ab. Auch so verbreitete sich das Wissen direkt aus dem Volksempfänger. Doch auch in den NS-Zeitungen las Dürkelfelden in diesen Tagen, etwa am 25. Februar 1942 in der Niedersächsischen Tageszeitung, Zitat, der Jude wird ausgerottet. Es war für ihn nicht schwer, eins und eins zusammenzuzählen und diese offen kommunizierten Informationen über die Ziele, erinnert sei an die Zeitungsartikel des Regimes, mit den Meldungen aus dem nicht-reichsdeutschen Rundfunk zu kombinieren. Doch nicht alle taten dies. Viele agierten schlicht gleichgültig, verweigerten diese Ehrlichkeit, die verfügbaren Informationen zusammenzusetzen, belogen sich so selbst. Dürkelfelden zwar durchaus NS-kritisch eingestellt, aber kein Mann mit besonderen Kontakten, verfügte so schon im Februar 1942 über genaue Informationen, die dabei Millionen zugänglich waren. Mit den bis Frühjahr 1942 im polnischen Distrikt Lublin geschaffenen Vernichtungslagern der Aktion Reinheit, Belzec, Sobibor und Treblinka begann zu diesem Zeitpunkt der von Stefan Lehnstedt vorgestellte Kern des Holocaust. Doch während Karl Dürkelfelden die Informationen für durchaus valide hielt, brachte der britische Geheimdienst die Deportationen aus Deutschland anfänglich zunächst noch nicht unbedingt mit einer sich abzeichnenden systematischen Qualität des Judenmords in Verbindung. Briten und US-Amerikaner gingen auch angesichts bekannter Mordaktionen noch lange von einem primären Einsatz zur Zwangsarbeit aus. Die alliierten Regierungen hatten zwar schon früh teils detaillierte Kenntnisse von Massenerschießungen, so etwa die USA durch die Untergrundarbeit des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes aus Polen oder die Briten über bereits 1940 entschlüsselte Funksprüche zu den Exekutionen deutscher Polizeibataillone. Doch konnten die Alliierten die gesammelten Informationen anfangs nicht zu einem konsistenten Bild eines Menschheitsverbrechens zusammenfügen. Bis Ende des Jahres 1942, als der Massenmord bereits seinen traurigen Höhepunkt erreicht hatte, wurden die Hinweise auf den systematischen Mord für die Alliierten allerdings eindeutiger. Schon am 8. August 1942 etwa hatte Gerhard Riegner, Vertreter des Genfer Büros des Jüdischen Weltkongresses, die Büros des Verbandes in New York und London über die geplante Ermordung von bis zu 4 Millionen Jüdinnen und Juden im deutschen Einflussbereich informiert. Die jüdischen Organisationen versuchten, die Informationen an die amerikanische Regierung weiterzuleiten. Hier ein Blick in das sogenannte Riegner-Telegramm. Durchaus zutreffend sind hier die Zahlen genannt, die nach den Deportationen ermordet werden sollen. Hinrichtungsmethoden würden diskutiert, so auch Blausäure. Riegner hatte seine Kenntnisse aus einer indirekten Verbindung zu dem deutschen Industriellen Eduard Schulte, der wiederum über Kontakte in das Umfeld von Heinrich Himmler verfügte. Bei derartigen Informationsströmen waren auch Zufälle entscheidend. Der SS-Mann Kurt Gerstein etwa, den Stefan Lehnstedt in seinem Vortrag im Kontext von Treblinka erwähnt hat,
traf auf einer Zugfahrt zurück aus dem Vernichtungslager ganz zufällig einen schwedischen Diplomaten und berichtete seine Erlebnisse. Doch sein weitergereichter Augenzeugenbericht aus dem August 1942 verpuffte zunächst. Für die alliierten Regierungen zeichnete sich die mörderische Planungsdimension jedoch mit jedem dieser Hinweise deutlicher ab. Am 17. Dezember 1942 folgte schließlich eine offizielle Erklärung der drei alliierten Großmächte gemeinsam mit den Exilregierungen 8 besetzter Länder, welche die Absicht einer Bestial Policy of Cold-Blooded Extermination durch das deutsche Regime eindeutig benannte und versprach, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die Deklaration fand ein breites Medienecho. Britische wie US-amerikanische Printmedien berichteten öffentlich. Die BBC hatte ihre Hörer sogar schon am 9. Juli 1942 über Mobile Gas Chambers in Polen informiert. Die Propaganda der Alliierten begann mit Frühjahr 1943. Zudem verstärkt die deutsche Bevölkerung, etwa durch Flugblätter, über den Mord zu informieren, über den sie ja längst Bescheid wusste. Währenddessen setzte das nationalsozialistische Regime die Ermordung fast aller jüdisch markierten Menschen in seinem Einflussbereich konsequent um. Die sogenannte Endlösung der Judenfrage war bis zum September 1943 in großen Teilen abgeschlossen. Auch deshalb berichteten die alliierten Medien überwiegend von eigentlich bereits abgeschlossenen Ereignissen. Dies änderte sich im März 1944. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Ungarn gelangten die dortigen Jüdinnen und Juden in den Zugriff des Deutschen Reiches. Die Endlösung war für hochmotivierte und erfahrene deutsche Einsatzkommandos wieder eröffnet. Durch die Informationen über vergangene Verbrechen war der alliierten Weltöffentlichkeit klar, welche Vernichtungspläne die schätzungsweise 1 Million Menschen umfassende Gruppe ungarischer Jüdinnen und Juden erwarteten. Auch Augenzeugenberichte von entkommenen jüdischen und polnischen Gefangenen aus Auschwitz und dem örtlichen Widerstand hatten zu diesem Zeitpunkt eröffnet, dass es sich bei dem Lager im südlichen Polen um ein Killing Center mit Gaskammern handelte. Mit der Situation in Ungarn berichtete nun erstmals die internationale Presse der westlichen Alliierten über ein aktuelles, fortlaufendes Massenverbrechen des Regimes. Die New York Times etwa schrieb am 10. Mai 1944, Zitat, "Although it may sound unbelievable, it is a fact that Hungary, where Jewish citizens were comparatively well treated until March 19, is now preparing for the annihilation of Hungarian Jews by the most fiendish methods." Die Befürchtungen bewahrheiteten sich rasch. Innerhalb weniger Wochen hatte das Regime mit einem Einsatzkommando unter Leitung von Adolf Eichmann und mit breiter Unterstützung ungarischer Antisemiten über 430.000 Jüdinnen und Juden nach Auschwitz deportiert, 3/4 davon unmittelbar nach Ankunft ermordet. Schon am 3. Juli 1944 bemerkte ein Artikel in der New York Times, der die Anzahl ermordeter Menschen in verschiedenen europäischen Ländern auflistete, dass zu diesen Zahlen nun auch die ungarischen Jüdinnen und Juden gezählt werden müssten. Die weiteren Deportationen endeten jedoch im Juli 1944 nach einem Umschwung der ungarischen Führung durch massive diplomatische Interventionen sowie durch die militärischen Entwicklungen angesichts der Invasion der Westalliierten und der sowjetischen Sommeroffensive. Diese Entwicklungen läuteten endgültig den militärischen Untergang des nationalsozialistischen Regimes ein. Dies geschah unter ungeahnten Formen der Gewalt, die sich im Kontext der sogenannten Endphaseverbrechen seit Januar 1945 nochmals in Mordaktionen brutalen Ausmaßes gegen jüdische Menschen äußerte. Ich komme somit zum Schluss. Mit dem Eindringen in das Besatzungs- und später Reichsgebiet gelangten im Frühjahr 1945 schließlich nicht nur die alliierten Soldaten zu den Vernichtungsstätten des Holocaust, auch Fotografien und Presseberichte verbreiteten sich weltweit. Am 16. April 1945 führten amerikanische Soldaten rund 1000 Einwohner der Stadt Weimar in das nahegelegene Konzentrationslager Buchenwald. Dabei konfrontierten sie die Deutschen auch mit den Leichenbergen, auf die sie bei der Befreiung des Lagers wenige Tage zuvor gestoßen waren. Entsetzt wandten sich die meisten ab und bekundeten immer wieder ihr Nichtwissen um die Vorgänge im Lager. All dies beobachtete nicht nur die amerikanische Kriegsberichterstatterin Margaret Burke White, auch überlebende Ex-Häftlinge sahen zu.
Angesichts des bekundeten Nichtwissens der Mehrheitsgesellschaft waren sie, Zitat Burke White, außer sich vor Wut. Ihr habt es gewusst, schrien sie. Wir haben neben euch in den Fabriken gearbeitet. Wir haben es euch gesagt, dabei unser Leben riskiert, aber ihr habt nichts getan. Kurz danach bestritten nicht nur Repräsentanten der Weimarer Stadtgesellschaft, sondern auch Vertreter der örtlichen evangelischen Kirche in einer Predigt davon gewusst zu haben. Auch angesichts dieses demonstrativen Abstreitens von Wissen und Verantwortung im Wir haben nichts gewusst der lokalen Bevölkerung entstanden Margaret Burke Whites berühmte Aufnahmen der Living Dead of Buchenwald, die schon bald um die Welt gingen. Abschließend Margaret Burke White weiter in ihren Aufzeichnungen, Zitat, wir haben nichts gewusst, wir haben nichts gewusst. Diese Worte hörte ich an einem sonnigen Nachmittag im April 1945 zum ersten Mal. Sie sollten sich in den folgenden Wochen noch so oft wiederholen. Wir alle bekamen sie so häufig und monoton zu hören, dass sie uns wie eine deutsche Nationalhymne vorkam. Diese Verdrängung von Mitwissen, so lässt sich aufgrund der diskutierten Quellen behaupten, war sicherlich auch deshalb so vehement und demonstrativ, eben weil die Menschen so viel wussten, eben weil der Holocaust ein offenes und für jeden und jede zugängliches Geheimnis war. Die Menschen hatten früh verstanden, was vor sich ging, verdrängten 1945 nun so ihre Schuld. Das Regime hatte seine Ziele schon früh ganz offen kommuniziert. Die darauf folgenden Maßnahmen erzählten sich die Menschen beinahe von selbst. Auch deshalb war die Verdrängung von Verantwortung, schließlich auch von eigener Täterschaft, so ausgeprägt. Was Margaret Burke White im April 1945 beobachtete, sollte sich fortsetzen, teils bis heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch einige Literaturhinweise zusammengestellt, vor allem Monographien und Sammelbände, aber auch einige Quelleneditionen, sowie die 16-bändige Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden oder auch das Werk von Otto Dopp Kulka herausgegeben, Juden in den geheimen Stimmungsberichten, dass sämtliche Meldungen über die Lage der Jüdinnen und Juden in Deutschland, aber auch die Informationen über den Holocaust in der Bevölkerung zusammengestellt hat. Das gibt es etwa auf der Internetseite des Bundesarchivs, sogar in der über 5000-seitigen Version zum kostenfreien Download. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Felix. Ich eröffne jetzt die Abschlussdiskussion. Ich picke mir auch mal gleich eine Frage raus, die ich mir notiert habe. Du hast unter anderem im Zuge der Erörterung von Euphemismen von das Beispiel des Auswanderungsumzugsgut gebracht. Da habe ich mich gefragt, inwieweit dieser Euphemismus nicht das Schicksal von so vielen Euphemismen teilt. Wenn jede diesen Euphemismus versteht, ab wann man dann noch von Euphemismus sprechen kann und inwiefern es dann zu kommunikativen Änderungen auch seitens des Regimes kam, die sozusagen ein bisschen nachgesteuert haben und gesagt oder gemerkt haben, ach, das verfängt jetzt nicht mehr so, jetzt kommt ein neuer Begriff. Also dieser Zwang auch zur ständigen Steigerung oder Änderung von Euphemismen, wobei das an sich ja auch schwierig ist, zu bestimmen, was sind Euphemismen, je nachdem Rezeption oder von derjenigen, die diese Aussage oder diesen Begriff getätigt oder geprägt hat. Genau. Sollen wir zunächst sammeln oder soll ich direkt darauf? Ich leg gerne direkt los. Okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, was du da genannt hast, weil natürlich diese Begriffe sich auch immer wieder verschoben haben oder das Regime versucht hat, sie neu zu besetzen, wenn sie gemerkt hat, dass einzelne Begriffe vielleicht verfangen konnten. Aber gleichzeitig ist diese Wortschöpfung des Auswanderungsumzugsguts dann sicherlich auch eine gewisse Strategie, die Öffentlichkeit, internationale Öffentlichkeit, die deutsche Bevölkerung und letztlich natürlich vor allem auch die Opfer in einer gewissen Unwissenheit lassen sollte. Und mit diesen Begriffen hat man eben durchaus versucht,
auch Sachverhalte zu verschleiern, untereinander zu kommunizieren, sozusagen im Schriftverkehr zu tarnen. Es gibt dazu auch in der Forschung sehr gute Zusammenstellungen, die etwa alle dieser euphemistischen Begriffe aufstellen. Viktor Klemperer, aber etwa auch ein jüdischer Romanist, der in Dresden tatsächlich überlebt hat, hat es aber beispielsweise auch in seinem Buch über die Sprache des Dritten Reiches sehr ausführlich behandelt, wie das Regime versucht hat, Begriffe also neu zu prägen, zu übernehmen und letztlich aber auch solche Euphemismen genutzt hat. Also ich glaube, das ist eine wichtige Komponente, und die Begriffe, die ich jetzt immer wieder so als Beispiel gebracht habe, die Evakuierungen zum Beispiel oder die Auswanderungsmaßnahmen, das war da dann doch auch nur die, ja, wenn man so sagen möchte, die traurige Spitze des Eisbergs. Also der NS war sehr bemüht darum, auf diese Art und Weise Begriffe umzuformen, zu nutzen, die zu mobilisieren, glaube ich. Okay, vielen Dank. Dann kommt hier eine Frage aus dem YouTube-Kanal rein. Hier kommt die Frage: Kann man soziologische Aussagen darüber treffen oder zumindest schätzen, welche Bevölkerungsgruppen besonders gut bzw. besonders schlecht informiert waren? Also ich glaube, es ist sehr schwer, wirklich Aussagen auf etwa einer prozentualen Genauigkeitsebene zu treffen. Also es ist, glaube ich, sehr schwer möglich zu sagen, wir haben in dieser Ebene der Schicht der Bevölkerung oder in diesen Regionen und etwa konfessionellen Kontexten so und so viel Prozent, die da und davon wussten. Das ist sicherlich schwer. Es gibt durchaus Forschung, die das versucht hat. In dem Kontext ist vielleicht auch die Studie von Karl-Heinz Rollband nochmal eine Erwähnung wert. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, das wirklich begründet, statistisch begründet zu formulieren. Gleichwohl gibt es aber natürlich ganz unterschiedliche Gruppen, die auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise Kenntnisse haben konnten. Also das fängt natürlich mit der Führungsriege des Regimes an, die natürlich viel, viel mehr wusste als die Masse der Bevölkerung, auch wenn es selbst da natürlich durchaus Abstufungen gab. Und dann ist natürlich auch die Frage, kann man sich etwa einzelne Berufsgruppen anschauen, die vielleicht erstmal nicht so allzu sehr auf einer Täterebene auftauchen würden, die aber etwa als Mitarbeiter der Reichsbahn, und dazu gibt es ja auch Forschung, sehr stark da drin involviert waren und eben wussten, was geschieht, weil sie die Transporte mit organisiert haben, weil sie wussten, dass die Züge leer zurückkommen, weil sie aber auch etwa als einfache Zugführer die Züge in die Vernichtungslager gesteuert haben. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich im Kontext dieses offenen Geheimnisses immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt X ein Kenntnis Y gab, das nun alle hatten, sondern dass es immer wieder unterschiedliche Gruppen natürlich gab, die unterschiedliche Kenntnisse haben, auch wenn natürlich so ein gewisser Informationspool für alle zugänglich war. Also das ist ja auch das, was ich versucht habe, über die Verbindung von offiziellen Meldungen mit dem Alliierten Rundfunk klarzumachen. Also das konnten dann etwa alle lesen. Gerade das Reich war ja so eins der Leitmedien des Regimes, durchaus mit einem gewissen intellektuellen Anspruch sogar dahinter, was da drin stand und Goebbels ja ganz offen kommuniziert hat über die Ausrottung und Vernichtung, das konnte jede lesen, und gleichzeitig haben aber auch Millionen diese Feindsender abgehört. Also das war sozusagen eine Alltagspraxis der meisten Menschen. Also die Informationen waren dann doch oder wären da doch für alle zugänglich gewesen, auch wenn es natürlich diese Abstufungen in unterschiedlichen Gruppen gibt. Okay, danke schön. Dann hake ich da mal ein, und mich würde interessieren, aber wahrscheinlich kannst du das auch nicht so genau benennen,
aber dennoch die Frage, inwiefern ist entweder in bestimmten Bevölkerungsgruppen oder zu bestimmten Phasen, sowohl innerhalb des Reiches, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber auch am Schluss bist du ja auch ins Internationale reingesprungen, inwiefern dort schon bestimmte Begriffe vielleicht für diesen Massenmord existiert haben. Man heute und gleich dann nochmal, heute spricht man Holocaust oder Shoah. Im Vortrag kam auch oft Judenaktion. Also gab es feste Begriffe, die dieses systematische schon eingefangen haben? Gab es da Wandlungen und auch, was du gerade angesprochen hast, wiederum die Interdependenzen, da kommen auf einmal Informationen von außen rein, inwiefern sich da auch Begrifflichkeiten und damit auch Wahrnehmungsschemata verändert haben. Und am Schluss dann noch die Frage, inwiefern, oder du hast ja den Titel der Holocaust als offenes Geheimnis, du operierst mit Holocaust und warum nicht mit Shoah? Ja, vielen Dank für die sehr gute Frage. Also es gab natürlich die Begriffe wie Holocaust oder Shoah in den damaligen gesellschaftlichen Kontexten für die deutsche Bevölkerung bis zum Kriegsende noch nicht. Also ich habe ja oft auch den Begriff des Judenmords verwendet. Das ist dann vielleicht eher so ein Begriff. Aber ansonsten gab es auch vielleicht auf der Ebene wieder euphemistische Beschreibungen. Also dass die Juden etwa wegkommen, weil es auch so eine Formulierung, die man oft in Quellen findet, dass sie nach dem Osten kommen, ist auch so ein weiterer Begriff, der dann durchaus ab einem gewissen Punkt auch dafür stand, dass die Menschen ermordet werden. Aber auch da sieht man dann natürlich so die Übergänge von Deportationen, von der Fiktion des Arbeitseinsatzes. Und gleichzeitig gab es auch natürlich gewisse, man könnte sagen, Alltagssprüche, die so auf Kenntnisse verwiesen haben. Also jetzt nicht unbedingt im Kontext des Holocaust, aber so Sprüche wie Halt's Maul, sonst kommst du nach Dachau, verraten natürlich aus der heutigen historisch informierten Rückschau auch, dass da Kenntnisse vorhanden waren und man wusste, was etwa ein Lager wie Dachau ungefähr bedeutete. Und nichtsdestotrotz sind dann aber natürlich auch Umschreibungen wie die Erschießungen oder werden ermordet, werden auf dem offenen Feld erschossen. Auch das sind so Begriffe, die man dann vielleicht eher genutzt hat, weil natürlich auch, obwohl Informationen wie etwa über die Gaskammern und wirklich die straff organisierten Vernichtungslagern, auch wenn das vielleicht als Information vorhanden war, gab es dann natürlich auch so gewisse Hemmnisse oder Faktoren, die vielleicht die Vorstellung auf begrifflicher Ebene durchaus behindert haben, weil natürlich dieses Verbrechen präzedenzlos war und dadurch natürlich auch auf sprachlicher Ebene vielleicht noch nicht so sehr die Möglichkeit vorhanden war, das so auszudrücken, wie wir es heute können und man deswegen dann vielleicht eher vom Judenmord oder die Juden kommen weg gesprochen hat, glaube ich. Und ansonsten habe ich den Begriff des Holocaust gewählt, weil das so ein wenig der Kontext auch der Anfrage war, also zum Holocaust als offenes Geheimnis zu sprechen, auch wenn ich mir natürlich der Unterschiede zur Shoah da sehr oder Gemeinsamkeiten und den begrifflichen Kontexten sehr bewusst bin. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage. Waren die nationalsozialistischen Zeitungen noch nach 1945 im Umlauf, beziehungsweise gab es neben dem Nichts gewusst haben auch Berichte oder Bekundungen, die nicht verdrängten oder verleugneten? Also die Zeitungen wurden natürlich eingestellt in dem Moment, wo die Alliierten das Besatzungs- und später Reichsgebiet erreichten. Aber die Zeitungen kursierten natürlich auch danach, wenn man jetzt von dieser Quellenebene, ich glaube, darauf bezieht sich so ein wenig ja die Frage, sprechen müsste,
gab es ja durchaus Menschen, die auch privat einfach Zeitungen gesammelt haben oder zusammengestellt haben. Also das gibt es schon und gerade die größeren Zeitungen des NS, die Lokalzeitungen sind ja auch alle aus heutiger Forschungsperspektive sehr dankbar, in vielen Fällen sogar schon digitalisiert und nutzbar. Das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Quelle. Gerade Lokalzeitungen werden ja in der Forschung oft noch so ein wenig unterschlagen, aber gerade da steckt vielleicht auch immer ganz viel drin, auch zu diesen Kontexten, glaube ich. Und es gab natürlich genauso wie Menschen, die durchaus sehr offen davon gewusst haben, also Karl Dürkefelden, den ich angesprochen habe, der eine gewisse Kritik gegenüber dem Regime auch ab und zu geäußert hat und eine gewisse Distanz hatte. Für den waren die Dinge natürlich klarer und gerade Menschen, die nicht mit den Maßnahmen des Regimes in Gänze einverstanden waren, haben das dann vielleicht auch deutlicher benannt, aber generell sehen wir ja eine ganz starke Abwehr dieser Schuld schon unmittelbar mit der Kriegszeit. Also die Anlagen wurden dafür ja schon gebildet im Krieg. Das habe ich ja auch so ein wenig versucht in dem Vortrag zu beleuchten, dass diese Abwehr von Schuld und von Mitwissen schon in den unmittelbaren Kontexten der NS-Diktatur zu finden ist und die sich natürlich dann unter ganz anderen Voraussetzungen und unterschiedlichen Entwicklungen dann aber auch nach 1945 in großen Teilen sicherlich fortgesetzt hat, großen Teilen der Gesellschaft fortgesetzt hat. Und das ist vielleicht abschließend noch kurz dazu, ist vielleicht auch in dem Forschungskontext, auf den ich jetzt nicht so stark eingegangen bin, auch ganz gut zu sehen. Also das Forschungsinteresse daran, was wussten denn die Menschen vom Holocaust, war sehr viele Jahrzehnte im Prinzip überhaupt nicht so präsent in der Forschung. Das kam dann wirklich erst mit den frühen 2000ern vielleicht. Da entstanden dann wirklich größere Studien, die sich dieser Frage eben, was wussten die Menschen von, das ist ja dann immer so die Überfrage vielleicht gewesen, die sich dieser Frage gewidmet haben, aber davor interessierte es auch in der Forschung nicht so dominant und war natürlich da dann auch wieder mit gesellschaftlichen Kontexten eng verwoben, die natürlich diese NS-Zeit insgesamt in der Verantwortung und im Ausmaß der Verbrechen verdrängt hat. Ja, vielen Dank. Noch eine Frage aus dem YouTube-Kanal. Welche Rolle spielten Medien, die aus dem Exil, beispielsweise von Sozialdemokraten, Kommunisten etc., in das NS-Reich geschmult wurden? Also die Rolle der Medien aus den alliierten Ländern ist, glaube ich, an vielen Punkten, wo man sie dann auf Quellenebene dann greifen kann, nicht zu unterschätzen und ist ja durchaus auch auf der Ebene des Holocaust etwa von den Alliierten dann genutzt worden. Also in dem Moment, wo man etwa dann auch Flugblätter mit den Flugzeugen abwirft und darauf sehr großflächig Fotos von Mordaktionen, Erschießungen, Verbrechen der deutschen Einheiten dokumentiert, bringt man natürlich auch sozusagen nochmal auf einer anderen Ebene Bilder in die Gesellschaft zurück. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch schon unter der Hand kursierende Fotos von Erschießungen, aber der Einfluss dieser Medien aus dem Ausland ist, wie viel ist in diesem Kontext, glaube ich, sehr schwer zu messen. Auf einer generellen Ebene, aber da, wo man Quellen dann findet, etwa wie Menschen wie Karl Dürkefelden, der in diesem Kontext wieder ein interessantes Beispiel ist, da, wo man dann ein Tagebuch etwa findet und sieht, wie eine Person diese Informationen verarbeitet, wie Karl Dürkefelden dann auch in Bezug setzt mit den offiziellen NS-Medien, vielleicht auch vergleicht, das war dann durchaus schon sehr wichtig und auch sehr aussagekräftig. Genau, das ist dazu, glaube ich, zu sagen. Und auch darüber hinaus in vielen anderen Fällen waren natürlich auch die Medien aus dem Exil für
für viele ein wichtiger Informationspunkt. Also Menschen haben oft die Feindsender auch einfach nur aus Neugierde gehört oder um Informationen abzugleichen. Also man findet auch immer wieder sehr aussagekräftige Verfahren gegen Menschen, die durchaus in die NS-Gesellschaft sehr integriert sind, die Ämter haben, die Parteimitglieder sind, die aber trotzdem etwa den Londoner Sender hören und die BBC hören und dann einfach nur Informationen abgleichen wollen und ein quasi ja, erweitertes Informationsbild über die Kriegslage haben wollen. Also nicht unbedingt im Kontext des Holocaust, sondern gerade im Kontext des Kriegsverlaufs sieht man, dass Menschen auch ganz aktiv diese Medien versuchen zu konsumieren. Und das, das belegt auch die jüngste Forschung immer wieder, dass gerade das Hören von Feindsendern, das ist ja so das bekannteste Beispiel im Kontext, dass das wirklich eine überaus millionenfach verbreitete Alltagspraxis der Menschen war und in den überwiegenden Fällen höchstwahrscheinlich überhaupt nicht als irgendeine Form von Abweichung gegenüber den Regimeleitlinien wahrgenommen wurde, auch wenn man natürlich wusste, dass das, was man da tut, verboten war und das Regime natürlich auch diese Dinge kriminalisierte und teils ja, sehr, sehr streng verfolgte. Und auf der Ebene des Holocaust dann wiederum ja, werden auch bis ins Frühjahr 1945 Menschen, die teils Informationen in der Öffentlichkeit kundtun, hingerichtet. Also das wird schon auch sehr streng verfolgt, auch wenn diese Praktiken der Informationsbeschaffung im Prinzip sehr, sehr verbreitet waren. Das ist so eine gewisse Feststellung, die in der Forschung, glaube ich, sehr gut belegt ist. Okay, vielen Dank. Guck nochmal in die Runde. Gibt es noch Wortmeldungen? YouTube momentan auch nicht. Dann stelle ich nochmal eine Frage. Und zwar hast du ja das fand ich ziemlich zentral und wichtig, die Ambivalenz herausgearbeitet oder benannt, dieses offenen Geheimnisses, dass die Ziele offen formuliert wurden, das Konkrete aber verschleiert. Und mir scheint, das hast du ja auch am Ende zusammengeführt, dass das die Grenze 45 sozusagen überschritten hat und ganz wichtig war für ja, das Nachleben sozusagen in der frühen BRD, auf vielen verschiedenen Ebenen. Da würden mich jetzt, oder beziehungsweise einmal die Frage, inwiefern du dir dieses Nachleben nach 45 überhaupt angeschaut hast. Und dann auch noch verbunden mit ab 43, 44 geht ja auch NS-Regime daran, mit dem Wissen, mit ja, dem Horizont, es könnte schief gehen, der Krieg könnte verloren gehen, sich schon mal derart in Stellung auch propagandistisch zu bringen, dass genau, was du auch gesagt hast, auf dieser Klaviatur der Rache gespielt wurde und das aber auf ganz Europa, dass die Russen, der Bolschewismus und dass das auch fundamental wichtig für ein Europa der Nation, dann für die extreme und nationalistische Rechte nach 45 wird. Also 43, 44 ist diese Saat dann spätestens auch schon gelegt worden, worauf sich dann ja in der Demokratie dann wiederum weitere ja, Transformationen eingestellt haben. Aber das würde mich interessieren, inwiefern du diesen Faden einfach verfolgst oder verfolgen kannst in deiner Diss. Ja, ich glaube, du hast da im Wesentlichen auch schon ganz wichtige Bemerkungen jetzt dazu gemacht und diese Ambivalenz auch nochmal gut hervorgehoben, die natürlich in das Nachleben nach 1945 auch ganz stark hineinstrahlt. Also in dem Moment, wo man als Gesellschaft, so abstrakt das jetzt vielleicht in dem Kontext sein mag, aber wo man sich darauf zurückziehen kann, von diesen Maßnahmen ja nichts gewusst zu haben, da kann das natürlich auch nach 1945 gut als Entschuldigungsnarrativ sozusagen dienen, wenn natürlich auch die Ziele ganz offen kommuniziert worden sind. Das war dann, und das ist der zweite Teil, glaube ich, dieser Ambivalenz, auch die ganz bewusste Strategie des Regimes, dass da
hart das vielleicht klingt, aber durchaus sehr erfolgreich war, diese Kommunikationsstruktur ganz bewusst und dann auch mit der Kriegswende in Stellung zu bringen, weil man natürlich darüber den Menschen durchaus früh mitgeteilt hat. Und auch wenn sie es verdrängt haben, dann später hatte man ihnen mitgeteilt, worum es gehen würde. Also diese Prophezeiung von Hitler 1939, die wurde deutschlandweit abgedruckt in sämtlichen Rundfunksendern, übertragen, wiederholt, gespielt, war in Medien und Publikationen verfügbar, wurde dann eben auch im Falle von Goebbels 1941 nochmal mobilisiert, wo einfach ganz klar gesagt wurde, dieser Krieg wird die Ausrottung der jüdischen Rasse in Europa mit sich bringen. Und mit diesem Wissen lässt sich dann natürlich auch gerade in der zusammenbrechenden Kriegsphase immer noch wieder mobilisieren, weil die Leute natürlich letztlich auch tatsächlich an diese Rachefantasien vielleicht geglaubt haben, weil sie erwartet haben, dass nichts anderes als das Finis Germania, der Untergang ihrer Lebenswelt mehr bevorsteht. Und das natürlich dann wiederum auch eine direkte Konsequenz der Propaganda ist. Und da ist dann ja auch oft so die Frage, warum haben denn die Leute noch bis April, Mai 1945 weitergemacht? Na gut, sie haben sicherlich auch einfach deshalb weitergemacht, weil sie so viel wussten und weil sie um die Verbrechen wussten und weil einfach die Brücken zurück abgeschlagen und abgerissen waren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch im Kontext dieses Wissens um den Holocaust ganz wichtig, weil das Regime sehr bewusst das Wissen propagandistisch auch in Stellung und gebracht hat und immer wieder mobilisieren konnte und das natürlich dann auch in die Nachkriegszeit hineingestrahlt hat. Und gerade das, was du noch angesprochen hast, die das in Stellung bringen Mitteleuropas gegen die sowjetischen Horden, die bolschewistischen Horden, so wie es dann oft hieß, hängt damit natürlich auch zusammen, wenn auch ich jetzt nicht sehr drin bin in der Forschung, wie das die europäische Rechte dann nach 1945 noch beeinflusst hat. Aber sicherlich gibt es da auch durchaus Kontinuitätslinien, die man auf dieser Kommunikationsebene sehr gut feststellen kann. Okay, vielen Dank. Ja, ich gucke nochmal hier an die Zoom-Runde mit der Frage, ob es hier noch Fragen gibt auf YouTube. Das scheint mir nicht so zu sein. Okay, ja. Dann, lieber Felix, nochmal vielen, vielen Dank für deinen tollen, spannenden Vortrag und vielen Dank an alle Zuschauer, ZuschauerInnen. Magst du noch was sagen, Marc? Ja, genau, im Namen der Veranstalterin, Veranstalter auch nochmal vielen Dank an dich, Felix, für den tollen Vortrag und für die Beantwortung der Fragen. Auch Dank an dich, Andi, für die Moderation und natürlich an alle, die dabei waren beim Vortrag. Schon mal der Hinweis, dass die Reihe im neuen Jahr fortgesetzt wird. Am 6. Januar geht es weiter mit einem Vortrag zu der NS-Analyse von Franz L. Neumann. Das, also wie gesagt, am 6. Januar um 19 Uhr wieder, auch wieder auf YouTube und Zoom. Und bis dahin wünschen wir schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.